David, er macht es einem aber auch schwer. Dieses, ihr Frauen haltet zusammen, das war so daneben. Also, wenn man sowas einfach aus Spaß sagt. Wie ich hier zum Beispiel mit Amerika, typisch Amerika oder typisch Amerikaner. Ja, ist das eine, aber wenn man es ernst meint, sowas rauszuhauen, das geht einfach gar nicht. Typisch Mann, typisch Frau. Finde ich Quatsch. Ja, zum drüber lachen, warum nicht, aber sowas ernsthaft meinen. Das ist daneben, David. Aber ich weiß ja, dass du an sich schwer in Ordnung bist. Du hast halt Probleme, das zu zeigen oder generell so zu handeln. Chloe hat da auch noch ihre Probleme, aber ihr beiden bekommt das schon hin. Schönen Tag noch, Chloe am Ende. Aber erst einmal, hallo-seits und willkommen zurück bei Life is Strange. Abbezahltes Haus. I don't want to see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. Es tut mir schon etwas weh, dass er das sagt. Ich meine, Max und David haben keinen guten Stand. Aber es tut schon weh, dass er das sagt, weil er halt schwer in Ordnung ist. Naja, aber das Schöne ist, was nicht ist, das kann ja noch werden. Ein besserer David. Wenn ich dran denke, wie er in der Wüste in Away ist, 2017. So wünsche ich mir den David und zwar schnellstens. Ich bin froh, dass er da ist. Eben weil wir ihn so kennen, wie er eben doch ist und auch sein kann, beziehungsweise sein wird. Auf jeden Fall. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand? Das stimmt allerdings. Trotzdem muss es auch nicht so laufen. Naja, erstmal schauen. Ich finde es mit diesen vertrockneten Blumen einfach so lustig. Diese Einkaufstüte. Wir stehen da und nehmen die Eier raus und auf einmal kommt Max aus dieser ich greife gerade in die Tüte Haltung eben hier wieder an. Als ob die Tüte hier stehen würde. Als ob Max gerade hier was aus einer imaginären Tüte genommen hätte. Hier stimmt irgendwas nicht. Chloe, bevor wir abdampfen, muss ich mal wieder Tagebuch lesen. Hier, Lisa, hier ist ja einiges. Ich roch, als sei ich in Chlor gefallen. Aber es war toll, nach 5 Jahren wieder in Chloes Zimmer zu pennen und neben mir aufzuwachen, wie bei Übernachtungen damals. Aus irgendeinem Grund erinnerte es mich daran, wie wir einmal nachts rausschlichen, um das Haus eines Nachbarn mit Klopapier zu verzieren. Aber wir bekamen Muffensausen und rannten lachend nach Hause. Das hätte ich auch gerne erlebt. Mit den beiden kann's doch nie langweilig werden, oder? Nee, auf keinen Fall. Als ich am nächsten Tag aufwachte, bereitete Joyce unten ihr geniales Frühstück zu. Und Chloe lächelte mich an, als wären wir wieder der geheimste Club der Welt. Oder wenigstens Arcadia Base. Wir waren verdammt nochmal Piraten. Nach unserer akademischen Spionage gestern fühlte ich genauso. Nur sind die Risiken viel größer und alles viel gefährlicher. Ich trug Rachel Ambers Sachen, weil meine müffelten. Komische Betonung, ich weiß. Ich trug Rachel Ambers Sachen, weil meine müffelten. Ein Band-T-Shirt und kaputte Jeans. So gar nicht ich. Aber ich habe meinen Stil noch nicht gefunden, also warum nicht experimentieren? Apropos Experiment. Chloe forderte mich heraus, sie zu küssen. Also tat ich es. Sie dachte wohl, ich kneife. Warum? War ja keine große Sache. Es war knuffig, wie peinlich ihr es hinterher war. Und sie meinte, sie sagte es Warren. Hab ja schon erwähnt, ich mag's, Chloe überrascht zu sehen. Zudem denke ich, dass Chloe ihre Zukunft mit Rachel verbringen will.
Als ich zum Frühstück runterging, nannte Joyce mich tatsächlich Rachel. Was so falsch wirkt, wenn man weiß, wie hübsch sie ist. Ach, Max. Und wie langweilig ich bin. Ach, Max. Das neue Outfit muss magisch sein. Ich half Joyce beim Frühstück machen, wie früher nach Übernachtungen. Komisch, wie schnell man in alte Gewohnheiten zurückfällt. Ich muss bei Joyce Nostalgie ausgelöst haben, denn sie kramte das alte Fotoalbum hervor. Ich bin einer von wenigen, die sich gerne alte Fotos ansehen. Wie lautete das Hitchcock-Zitat zu Film aus Fragmente der Zeit? Wie Jefferson sagte, tritt das auch auf Fotos zu. Ich denke, sie wollte David wirklich in besserem Licht darstellen. Wenn David in einem Foto mit Joyce glücklich war oder lachte, wollte ich fragen, und wer ist das? Ich glaube, es ist kein Zufall, dass ein Foto von Rachel in den Sachen, gab, die ich trug. Sie sieht umwerfend aus und irgendwie punkiger als Chloe. Kann ich jetzt so nicht sagen. Sind dann wohl einfach Nuancen. Dieses herzzerreißende Bild war das letzte Foto, das William hier schoss. Chloe und ich in der Küche. Joyce vermisst dieses fröhliche Mädchen wirklich. Ich weiß, es gibt sie noch. Als Chloe mich heute Morgen anlächelte, sah ich sie. Das Foto fasste alles zusammen, was wir als Kinder hatten und als Erwachsene verloren. Was auch immer erwachsen bedeutet. Na, das später. Wie einfach nur so viel fehlt. Ist das hier eine Zuckerstange? Look elsewhere. Das Bild der beiden. Nun gut, dann bleiben wir mal bei dieser Seite so als Lesezeichen für hier waren wir zuletzt. Groß gucken brauchen wir hier auch nicht mehr. Hier einfach ein Ei ist so zerbrochen rumliegt. Die Zeit ist ein Ei und das Ei ist kaputt. Passt ja. Schaut mal, Eier über Kreuz rausgenommen, also nicht in einer Reihe noch verbleibend, so wild rausgenommen. Gewagt. Nochmal hoch, Chloe. Ah, was mir gerade noch einfällt. David und Chloe gleich groß. Gut, Max steht jetzt nicht gerade, aber hey. Mit dem Kopf geht sie vielleicht... Ja, über die Ohren von David. Das sieht aber weniger als 10 cm Unterschied aus. Jetzt hier Chloe, das ist ja gerade passend. Also Chloe ist kleiner als David. Steht aber auch gerade nicht gerade da und David dann eher schon. Er könnte etwas größer wirken, wenn er die Beine richtig durchstrecken würde, aber... Er steht gerade da als Chloe. Jetzt wäre vielleicht Zeit, ins Krankenhaus zu gehen. Wenn das Leben nicht verzockt gewesen wäre. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Spul bloß nicht zurück. Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything, for his sake.
Er hat einen riesengroßen Keks auf seinem Teller. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shipples. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. Jetzt stehen hier Mülltonnen. What the hell is this? Ugh, gross. Chloe, der Waschbär. Damn, there has to be food for you somewhere. I hope she finds a nice T-bone to keep the doggy busy. Das Loch ist etwas versteckt. More nasty shit. Also was ich jetzt schon wieder sagen kann, Knochen übers Wohnmobil werfen wird keine Frage sein. Besser gesagt, wird keine Option sein. Erstens war Pompidou und zweitens war... Nee. Nee, einfach nee. Maxine, Papa hier. Verzeih, dass ich mich nicht eher gemeldet habe. Ich weiß, du bist traurig, aber deine Mutter und ich wissen, dass du alles in deiner Macht Stehende getan hast. Manche Dinge liefen einfach nicht. Manche Dinge liegen einfach nicht in deiner Hand. In deiner Hand, jetzt denke ich gerade wieder ans Hand ausstrecken und Kraft einsetzen. Wenn du zum Relax nach Hause kommen und hier auf eine Schule gehen möchtest, steht dir die Tür immer weit offen. Kuss, Papa. Danke, Papa, es war hart hier. Ich bin noch nicht so weit, nach Hause zu kommen. Bis später. Max. Umarmung, Kuss, Umarmung. Max Soxo. Steht hier schon mehr? Oh, hier steht mehr. Das war Chloes Stichwort, einzuplatzen und sich mit Joyce zu streiten. Es gab mir eine grausame Deckung, um in die Garage zu schleichen und David Madsons Geheimakten zu ergattern. Heute fand ich endlich heraus, was sich in Davids Geheimakten verbirgt. Ich muss sagen, ich hatte Schlimmeres erwartet. Ich bin erleichtert, dass dem nicht so ist und ich bin vielleicht nachsichtiger mit ihm, als ich sein sollte. Kein Wunder, dass er detaillierte Akten zu Kate und Rachel mit Bildern zu ihren Aufenthaltsorten hatte. David steht noch auf meiner schwarzen Liste. Aber er ist ein guter Detektiv. Frank und Rachel hatten eindeutig eine Art Beziehung und ich glaube nicht, dass Chloe das gern hören wird. Sie muss aufwachen, wie wir alle. Als David reinkam, eskalierte es sehr schnell. Er wirkte aufgebrachter als sonst, zuckte aber nur mit den Schultern, als er mich in Rachels Sachen sah. Nein, nicht nur. Dieses Rachel Amber Halloween-Kostüm, wie ihn das einfach, ja, tangiert hat. Wie er darauf reagiert hat. Naja, auch Rachel hat in seinen Augen Probleme gemacht und Max macht auch Probleme, sehr viele Probleme in seinen Augen. Es geht sogar so weit, dass er Max nie wiedersehen möchte. Er hat den Gedanken, Max hat seine Familie zerstört und dann trägt sie auch noch die Sachen von Rachel. Huh. Er war gereizt. Vielleicht werde ich den David, den Joyce so liebt, nie sehen. Sie und Chloe gaben ihm ordentlich eins mit. Das war das erste Mal seit Jahren, dass die beiden sich einig waren. Plötzlich konnte ich mich auch nicht mehr zurückhalten und explodierte. Es war großartig. Ich wollte David schon lange selbst eins verpassen. Im schlimmsten Fall zurückspulen. Aber ich wollte, dass Joyce die Schwere seiner Paranoia erkennt. Sie wirkte so traurig und wütend,
Als sie von den Fotos von Rachel und Kate erfuhr, ganz zu schweigen von der Bewachung im eigenen Haus, das kam mir jetzt irgendwie doch etwas zu kurz bei dem Streitgespräch. Joyce schmiss ihn unter Chloes Applaus raus. Schönen Tag noch, David. Wie Max dann auch gleich wieder im Diner aufgehen wird in ihrer Kraft. Dieses Wissen, ich kann zurückspulen. Wie sie es dann wiedergibt. You eat like a pig. Try the floor. Etwas von einem Selbstverständnis. Erinnert mich auch an Max, als sie das Foto vom Skaterboy von Trevor gemacht hat. Das wirkt erstmal so überhaupt nicht wie Max. Aber irgendwie gefällt mir auch diese Seite an ihr. Sei kein Rüpel. Geh um Max herum. Wie sehr ich einfach hier weitergehen würde. Ich würde Arcadia Bay so gerne besser kennenlernen. Wie der Wind hier wieder weht. Das ist so cool. Kann man jetzt nicht direkt ansehen. Glaube ich schon wieder. Ich bin gar nicht so schmutzig. Na, eigentlich doch. BRKBD. Was sind das für ein Wappen? Wie einfach vorne und hinten? Ja. Das gleiche Modell des Aufklebers drauf ist. Was ist das da oben? Careful, Max. Cujo ahead. Nein, heißt Pompidou. Locked. Damn, there has to be food for you somewhere. What the hell is this? Gross. Die gehen einfach so rum. Generell sehr gewagt. Klar, ist halt schwierig, aber in dem Pickup einfach Sachen so herumliegen zu lassen. Kann man ja einfach mitnehmen. Einfach so im Vorbeigehen. Arcadia Bay. Arcadia Bay Police. Wie das Blaulicht da oben mit Aufklebern bestückt ist, schaut mal. Oder? Boah, wie das sieht aus. Familie Price könnte hier noch was beisteuern. An Stein. What is going on here? Was dann ist für Gerümpel oben drauf liegt. So eine zerknüllte Dose darf natürlich nicht fehlen, aber. Ach ja. Der Wackelsänger und das Auge der Vorsehung. Was da alles liegt, sogar Haarfarbe. Tornadoes, snowfall, eclipses, now dying animals? Holy shit. Wir müssen auf jeden Fall bei der Obdachlosen vorbeischauen, warnen. Ansonsten stirbt sie. Zweite Dose, wie der Schlüssel einfach aussieht. Ein blauer Stift.
Könnte meinen, der ist verbogen. Andere würden sagen, boah, das Auto ist Müll und ziemlich widerlich, muffig, bäh. Ja, wäre es irgendeins, würde ich wohl genauso denken, aber ich sag mir, das ist eine Karre mit einem ganz besonderen Charakter. Tja, ich bin halt beeinflusst. Kann ich nichts für. Finde ich wirklich besorgniserregend und auch nicht schön, wie einfach die Vögel rumliegen. This is so creepy. Lustige ist, Max sagt das und ich bekomme dabei Gänsehaut. Die ganzen Male, Vogel, tot, angucken, nix. Und dann sagt Max, da bekomme ich Gänsehaut und dann bekomme ich selbst auf einmal auch Gänsehaut. Warum denn? Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Da sind die CDs. Mac Ready ist auch ein toller Name. Hello, how do you do? I'd love to do a whole big rig photo series. Na, dann werden wir das machen, ein Foto von dem Ding schießen. Spielt der Hotdog Man? Das Ding ist ja gar nicht an. Good morning. How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next? The tornado? Danke. I hope not. Could be worse. We could get one of those California quakes. True. Well, I'm feeling a little dizzy now. Hope you catch the big one today. I better. Too late to switch careers now. See you around, kid. Max Augen wieder. Mir gefällt, wie er spricht, sein Akzent. Ich dachte gerade im ersten Moment, hier steht der David rum. Ja, wir sind offen. That would be cool to be a trucker for a while. Always on the road. Ich denke schon wieder an Anton. Hey, how's it going? Peachy. Interview over. Worst interview ever. Work is dried up around here. And I have bills to pay. Time is money to a guy like me. That sucks. Wish I could drive right out of goddamn Arcadia Bay. The whole town is crumbling. Snow, eclipse, that slut suicide. Maybe you should leave then. What if I could? Hell, even that shifty Rachel What's-Her-Face asked me once if I drive her to Los Angeles. You knew Rachel Amber? Can you tell me about her? Nope. Christ, why don't you get a real job instead of homework? I'd love to see you Blackwell turds try to drive my 1977 Needham 18-wheeler out there. Danke, like I said, interview over. Manche Leute wollen ja unbedingt raus aus Arcadia Bay, er zum Beispiel, und auch Chloe und Rachel hatten das vor. Andere wollen raus und kommen nicht raus und ich will zum Beispiel hier hin und komme nicht hier hin. Mann, die Welt ist... Das Leben ist so seltsam. Guckt ihr so? So gemein. Hey, how's it going? Peachy, interview over. Actually, I wanted to ask if that's your bitch in 1977 Needham 18-wheeler out there. How the hell did you know that? Von dir. Entschuldigung, von Ihnen. My friend Rachel Amber told me about this cool rig in town because I love taking pictures of truckers. You knew Rachel?
She sure didn't give a rat's ass about truckers. Or real work. Oh, so you must have known her too? Only from the diner. She was just a gold digger. She belonged in California with all those... you know who know whats. Good riddance. But you can take pictures of my truck anytime. Take care. Man muss nur mit einer Information glänzen. Irgendetwas, was ihm auch gefällt. Schaut mal, was er für ein Hemd anhat. Das Muster ist schon sehr ähnlich. Ja, und schon können die auch ganz anders sein. I made the trucker happy, and I get to photograph this bitch in 1977 Needham. That's a big 10-4, Max. Muss schon sagen, das Teil gefällt mir. Aber was Autos angeht, sind die Amerikaner ja auch nicht verkehrt aufgestellt. Ja, was man immer so gerne sagt, hier alles ganz groß, am größten bei den Amerikanern. Ja, es ist teilweise schon zum Kopfschütteln, aber es ist oftmals auch ziemlich cool. Hallo, möchte gern Steph Gingrich. Da waren es nur noch zwei und dieser Strudel, der kommt gleich. Ein rosa Auto. Yes, another great day in Arcadia Bay. The Independent. Plötzlicher Schneefall und überraschende Sonnenfinsternis. Steht uns die Apokalypse bevor? Nein, ein Tornado. Schülerin springt an der Blackwell Akademie öffentlich in ihren Tod. Ich bleib hier auch so gerne stehen und guck einfach mal in die Ferne, weil es mich einfach interessiert oder weil ich sie einfach schön finde. Und weil ich da nicht hinkomme, weil Max ja was dagegen hat. I don't want to go that way. Max, aber ich will... Spiegelung in der Scheibe. Cooles kleines Detail. Das ist auch ein Zeichen schlechthin, oder? Ich meine, was die Ameisen uns damit sagen wollen, ist ja sowas von klar. Tornado. Das sieht aber auch unglaublich cool aus. Die von außen aus dem Nichts kommen. Die Ameisen. Krabbeln einfach so aus dem Betonboden. Vogel und Tornado. Na, so ein Tornado ist halt auch nicht so gut für so einen Vogel, ne? Wie so für viele. Look at that. So sad and disturbing and beautiful at once. What an amazing shot. So ominous. Toter Vogel ist schon traurig. Ich meine, generell, Tod ist ja nicht schön und traurig, aber... Okay. Wir sind gut dabei. Wobei, wenn es hier zum Krankenhaus ging... sehen wir in Episode 4... 5. Ich bin gespannt, wie es um das Foto steht. In Episode 5 kommen wir ja nicht nochmal zu Kate. Also in der Zukunft, eher in der Vergangenheit, weil da gibt es ja mehrere Zeitreisen. Ist das im Klassenzimmer? Wenn auch im Schulgang alles rückwärts abläuft. Ich bin gespannt, ich weiß es. Ich kann es nicht sagen, sag ich so.
Auch solche Autos. Würde ich mir jetzt nicht zulegen, sowas, aber... Schaut schon cool aus, die Karre. Ich würde mir da lieber eine Corvette zulegen. Eine fette Wette. Oder eine Viper. Eine Dodge Viper. Camaro ist auch was Feines. Boah, überall, ey. Überall, überall, überall. I hate seeing old women on the street like that. Nice world. Schaut mal, was sie da zum Frühstück hat. Bestimmt von Joyce. I hate seeing old women on the street like that. Nice world. Max, warum denn nur alte Damen? Warum erwähnst du nur alte Damen? Das ist schon ganz schön unfair. Hi, how are you? I remember you. I heard about that girl killing herself at Blackwell. Awful thing. It's been a sad week at Blackwell. It's a sad world, Max. But you're so damn young. Oh, if I could go back and be your age again. I truly wish I could help you. You did the last time you talked to me. Now you look like you could do with help of your own. Just to find some answers. I'm probably a bigger snoop than you. People pretend to not see me. So I see everybody and everything. Hab grad Gänsehaut. Also erstmal sehr gewagt, größere Schnüfflerin als du. Das ist sehr gewagt. Haben wir ihr beim letzten Mal eigentlich den Namen gesagt, weil sie hat Max mit Namen angesprochen. Da war ich zu unaufmerksam, ich kann es gerade nicht beantworten. Sie sieht mehr als alles an, als jeder andere. Macht sie einen auf Samuel, hä? Boah, ich notiere mir das mal gar nicht mal zum Nach... Vielleicht doch zum Nachgucken, später dann in der nächsten Aufnahmesession Pause. Ich notiere mir auf jeden Fall mal gucken... Obdachlose von Max. Max Namen erfahren hat. So, ist mal notiert. Das ist mir gerade. Ist ein Detail, was mir gerade so einfällt, was geklärt werden muss. Including Nathan Prescott? That spoiled shit just has a bad aura, as we used to say. He also drugged the girl who jumped. Sounds like you know a lot more than me, child. I just think Arcadia Bay is in trouble. Maybe you'd like to tell me what you're hiding. I feel like I can trust you as much as Chloe. And you wouldn't think I'm crazy. Too late for me to judge anybody. Plus, you're not crazy. I'm just gonna say this. I had a vision of Arcadia Bay being destroyed by a tornado. For real. Could be. Bad mojo is in the air this week. Thanks for the warning, Max. Dieses Geräusch, diese Tat wird Konsequenzen haben. Ich find's, und ich werde das noch so oft ansprechen, einfach so gut. Ich habe gerade wieder Gänsehaut, weil wie man einfach, klar, es ist am Ende bloß was Gesagtes, aber wie man einfach dieses Gefühl schaffen kann, dass die Person einfach übernatürlich erscheint. Sie glaubt auch an sowas wie Aura und Vision. Und Max sagt, so vertraut wie Chloe. All diese Worte, die jetzt gerade bei diesem Gespräch gefallen sind, da kommt halt ein Gefühl auf, da ist doch irgendwas übernatürlich. Ob das eine alternative Version von Chloe ist, diese Obdachlose hier? Einfach mal so wild in den Raum geworfen meinerseits.
scheint auch Cornflakes zu mögen. Haarfarbe passt jetzt nicht. Ein blaues Oberteil hat sie an, naja. Und einen blauen Schlafsack. Thanks for that storm warning, Max. And I'll let you know if I find out anything. Ich persönlich hätte es sehr cool gefunden, wenn wir sie in Haven Springs getroffen hätten. In dem Zelt da hinten. Am nicht Flussbach. Ich will aber nochmal zurück, weil da gab es andere Möglichkeiten, etwas anzusprechen bzw. zu erfahren. Hi, how are you? I remember. I heard about that girl. Kate Marsh. I was with her when she jumped. I tried to save her. I swear I did. Oh, honey. That was her choice, not yours. Don't you carry that weight. I know. I'm starting to see that I can't change everything. Especially when it comes to other people. Kate Marsh probably felt like she had nothing no more. I know the feeling. But I need to find out who else is involved in this. I'm probably a bigger snoop than you. Mm-mm. People pretend to not see me. So I see everybody and everything. Boah, ich finde diese Theorien, die man hier einfach spinnen kann, bei Samuel, bei ihr einfach großartig. Frank Bowers knew Rachel. Have you seen him around? I saw him today, looking more jumpy than usual. I don't know how he hasn't been arrested yet. Sounds like you know a lot more than me, child. I just think Arcadia Bay is in trouble. Maybe you'd like to tell me what you're hiding. I feel like I can trust you as much as Chloe. And you wouldn't think I'm crazy. Too late for me to judge anybody. Plus, you're not crazy. I'm just gonna say this. I had a vision of Arcadia Bay being destroyed by a tornado. For real. Could be. Bad mojo is in the air this week. Thanks for the warning, Max. Ich muss unbedingt herausfinden, ob Max ihren Namen der Obdachlosen sagt. Hi. I heard. I think it's all connected to Rachel Amber's disappearance. A lot of things in Arcadia Bay are connected to Rachel. Mann, ich habe mir jetzt mehr erhofft. Aber ich erhoffe mir sowieso immer viel mehr von allem, weil ich will einfach mehr erfahren von Arcadia Bay und mit allem drum und dran. I think Joyce's husband David has something to do with all this. He's an uptight ass. I think he just wants something to do. Like, make life hell for me and his family? Sounds like you know a lot more than me, child. I just think... Maybe you'd like to tell... I feel like I can trust you. Too late for me to judge anybody. I'm just gonna say... Could be. I hate seeing old women on the street like that. Nice world. Nice world. Die Dose da unten. Chloe wild immer noch. Ich muss gerade denken, wer alles drunter leiden wird unter dem Tornado. Nicht nur Menschen, sondern eben auch die Tiere.
auf der Mülltonne gelandet. Wollte ich mal sagen, gehen wir rein zum... Kekslöffeln. Aber erst beim nächsten Mal und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.